Cricket Night. Jawohl, gefällt mir. Finde ich schön. Zuerst was essen, dann da reingucken. Kaktus brauche ich nicht. Knockback kann ich gebrauchen. Pfeile kann ich immer gebrauchen. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach den Turm hier voll fertig machen. Und dann ich mal eine kleine Aufnahmepause machen werde. Denn die Aufnahme läuft ja doch schon etwas länger, würde ich mal sagen. Jetzt passt da alles nichts mehr rein. Hallo? No, Sir. So, passt da noch was rein, vielleicht? Hier vielleicht noch. Ha, wunderbar. War hier noch irgendwas? Ach, da war ein Spawner. Alter, wo kommen die her? Da waren auch noch zwei. Ne, war glaube ich noch das da, oder? Ja. So. Sind wir auch gleich schon oben? Ne, die brauche ich nicht. Alter, Schokopedia. Geh mir aus den Augen. Lass ich die Scheiße auch einfach mal da. So, das tue ich jetzt mal dahin. So, was kommt hier oben? Hier kommt erstmal nichts. Essen. Aber ihr wollt mich doch auch ärgern, oder? Oh, das passt nirgends mehr rein. Oha. Übertreibt's mal nicht. Mache ich einfach mal meine Bo... Alter. Will ich mich verarschen, dass mich der eine, dass der eine mich da abgeknallt hat? So ein dummes Volk. Ups, der war zu weit. Dann mal ja, hau ich auch einfach mal meine Bogenskills raus. Und wie gesagt, die Backpacks mache ich dann wieder offline. Denn so viel Backpacks oder so viel, was wir jetzt oder was ich da jetzt eingesammelt habe, das ist ja wirklich viel. So, der ist auch weg. Und da gab es ja noch irgendwelche coole Sachen obendrauf. Gab es ja, glaube ich, ganz viele Backpacks. So, tschüss. Muss ich erstmal die ganze Kacke wieder verstauen. Spawner. Und dann muss ich erst mir nochmal die, genau die Wiki durchlesen, für was wir eigentlich genau, diese ganzen, für was wir eigentlich diese ganzen Erze zum Beispiel brauchen.
So, ich fange hier wieder an. Erz. Ja, so. Ah, brauche ich nicht. Ah, vielleicht doch. Komm, da muss wieder Backpack dabei sein. Okay, bisher nicht. Muss ich erst mal einräumen. Okay, wir haben so viele goldene... Wir haben auch viele goldene Federn, habe ich gerade gesehen. Das nehme ich nur mal eine. Bitte Backpack. Nein. Bitte Backpack. Jawohl! Sehr gut. Ich liebe euch. Ich glaube, das war hier. So. Und damit sind wir wirklich am Ende angelangt. Denn wir sind voll. Wir haben alles geschafft. Ich würde einfach mal sagen, fliegen wir nach Hause. Was ist das da? Einfach nur Eis? Okay. Wir können jetzt einfach mit dem Electric Stuff heimfliegen. Das hier bitte, als Nachschub. Da sind ganz viele Pinguine. Hört sich der auch weg? Warum ist der weg? What the fuck? Halt, in die Richtung müssen wir. What the fuck? Ist da das Schiff? Ne, die Türme machen wir wann anders. Muss ich auch mal gucken, wie ich mal so langsam mal meine Waffen reparieren kann. Ich bin daheim. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin daheim. Oh. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Backpacks voll. Ja. Und dann verabschiede ich mich hier für diese Aufnahmesession und ich hoffe auch, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Hexit. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dahin tschüss. Ja, und dann begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Aufnahme hier von Hexit. Ja, gut. Ich habe in der Zwischenzeit habe ich die Backpacks aufgeräumt und wie schon gesagt, ich habe hier das Lager offline ein bisschen erweitert. Also die verzauberten Bücher, die sind jetzt hier. Dann hat sie noch ganz viel Platz für Kisten, Kisten, Kisten. Und ich habe schon mal die Erze hierher verlegt, wie ihr seht. Und das ganze Grünzeug habe ich auch ein bisschen noch aufgeteilt. Und soweit ich weiß, habe ich da noch was drin. Ja, genau. Was wollte ich jetzt sagen? Die Erze tue ich noch kurz darüber verlagern. So. Und dann schauen wir mal. Also die Backpacks sind alle hier. Wir haben jetzt 5 große. Wie macht man denn nochmal Back? Oh. Backpack. Wie macht man denn ein großes? Metallic Leather. Okay, wie macht man das? Bound Leather. Oh. Okay. Big Workbench. Okay. Cool, Workbench Backpacks. Probiere ich gleich mal aus.
Wir haben ja Leder habe ich ja, glaube, darüber versetzt. Ja. Und eine Crafting Table. Probieren wir gleich mal aus. Lol, was ist denn das? Crafting Station. Okay.